So, Mama. Hallo. Der Kevin ist da noch da. Schönen guten Abend, Kevin. Schönen guten Abend. Einmal für Sie. Vielen Dank. Und eine Kleinigkeit für Sie. Oh, das ist ja nett. Da haben wir noch Zeit gefunden, an der Tanke vorbeizufahren. Ach, oh, Mensch, ja. Also ich finde die Blumen wunderschön. Also vielen Dank nochmal, Kevin. Nichts zu danken, immer wieder gern. Ja, ich muss jetzt eh nochmal in die Küche. Ihr könnt euch ja schon mal hinsetzen. Ich ja, bin gerne. Dann gleich wieder da. Okay. Schön. Ja, danke schön. Eine große Couch. Ja. Ja, ich muss mal sagen, schönes Häuschen hier. Häuschen? Ja. Das hat noch ein paar Räume. Ich würde das durchaus schon als stattliches Haus bezeichnen. Ne? Ja, okay. Ich ja, habe noch ja. nicht so viel gesehen, aber. Ja, das reicht auch erstmal so für den Anfang hier. Ne? Mhm. Ja. Aber was ich unbedingt loswerden wollte, ist, Sie besitzen ja diese Kletterhalle. Mhm. Ja, und die und noch ein paar andere, ja? Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ey, wo ich früher klein war, ich war fast jeden Tag da. Mhm. Und ich wollte einfach mal so ein Lob aussprechen. Echt super. Also auf jeden Fall eine tolle Kletterhalle. Danke. Gehen Sie jetzt auch noch so klettern? Ach, ich habe jetzt ein bisschen wichtigere Dinge zu tun, eine okay. Familie zu ernähren, Geld zu verdienen. Also Kevin, die Blumen sind wirklich wunderschön. Also vielen Dank nochmal. Ja, nichts zu danken, immer wieder gern. Trinken Sie zum Essen jetzt auch ein Glas Wein? Ich habe einen ganz besonders guten da. Ja, gerne. Ja, auf nämlich jeden Fall. Einen Wein, einen vernünftigen, dann lernen Sie das auch mal kennen. Ja, oh, immer Papa. Wieder gern. Mama, ich trinke auch einen. Ich schätze, du kriegst was Antialkoholisches. Warum? Ich bin ja wohl alt genug, ich darf auch einen Wein trinken. Nee, darfst du nicht. Du bist nicht alt genug, weder für einen Wein noch für ältere Herren. Ich sag's mal so. Ach, Mensch, Marc. Was? Also schlimm ist das auch nicht mit dem Alter. Heutzutage überhaupt gar kein Problem mehr. Und die ganze Geschichte mit dem Internet. Also erstens habe ich da sehr wohl ein Problem mit. Und zweitens, die Geschichte mit dem Internet, das ist so eine Sache. Ne? Es kommt darauf an, wie man das Internet nutzt. Na, sowas hatten wir wirklich nicht. Ja, aber wir schweifen ab. Eigentlich wollten wir ja den jungen Mann ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Zum Beispiel würde mich interessieren, was Sie denn arbeiten, wenn Sie was arbeiten. Ja, ich arbeite auf jeden Fall. Zurzeit arbeite ich als Animateur und nebenbei noch als Barkeeper. Ah, ja. Das sind ja prädestiniert dafür, jungen Mädchen den Kopf zu verdrehen, nicht wahr? Ach, was? Ich gehe ganz normal arbeiten und verdiene mein Geld. Ja. Wie jeder andere auch. Das passiert ja dann im Zuge dessen, ne? Also ich meine, das gehört ja mit dazu. Das gehört ja zum Business. Ein bisschen junge Mädchen zu verführen und zu verderben. Ne? Nur wenn es sich um meine Tochter handelt, dann habe ich da ein gewisses Interesse daran, dass das eben nicht passiert. Das können Sie sich sicherlich verstehen. Also mein Mann ist völlig unmöglich. Ich finde diesen Kevin total nett und er gibt sich doch auch alle Mühe. Aber Marc fühlt sich auf, als wäre das schon unser zukünftiger Schwiegersohn. Ja, das ist ganz typisch. Die Tochter kommt mit dem neuen und ersten Freund nach Hause und der Vater möchte den nicht unbedingt kennenlernen, sondern er möchte ihm wirklich auf den Zahn fühlen und gucken, was da faul ist an dieser Geschichte. Das kann ich zwar verstehen, aber Marc verbaut sich hier eine wichtige Chance, nämlich wirklich festzustellen, wo Kevin gefährlich sein könnte für seine Tochter. Haben Sie denn andere Ziele noch im Leben? Kevin, gibt's da irgendwas? Ja, ich bin noch jung, ne? Guck mal nach was zu so trinken. So jung, aber nicht mehr. Ne? Ich guck mal nach was zu trinken für mich da. Ja. Oh. Das ist auf den Nerven, ey, richtig peinlich. Boah. Ganz ehrlich, ich wünschte einfach, wir zwei, wir könnten schon zusammenleben. Tja. Dann hätten wir diesen Mist hier nicht, dann hätten wir endlich unsere Ruhe. Das hätte ich auch gerne. Aber das Geld fehlt. Mhm. Das Geld. Apropos Geld, ich habe da noch was. Für dich oder eher gesagt für uns, für unsere Wohnung. 300 Euro? Ey, Hammer, Baby. Ey, ganz ehrlich, so kommen wir immer einen Schritt weiter. Ja, oder? Ja, sicher. Ey, das ist Hammer. Das ist Hammer, auf jeden Fall. Was ist denn hier los? Ich glaube, es hakt. Finger weg von meiner Tochter. Hey, und du Finger weg vom Alkohol. Oh. Dazu verleitest du sie auch noch, ja? Ja, was noch alles? Was noch alles? Ich war 16, Mensch, und schrei hier nicht rum. Das ist mein Haus, und schrei ich, wie ich will. Du fasst meine minderjährige Tochter nicht an. Hör mal, du stellst dich aber auch an, ey, die 16, ja, das ist nur ein Bier. Du siehst mich, Junge. Die ist 16 und ich bestimme, was mit ihr passiert, gerade weil sie 16 ist. Und du bist zu alt für meine Tochter. Bist du nicht mehr ganz sauber? Was ist das? Hast du mich verstanden? Du fasst meine Tassen mehr im Schrank. Du fasst meine Tochter nicht mehr an, so sieht's nämlich aus. Du machst es nur noch schlimmer. Wie redest du? Jetzt komm du erst mal rein. Mein Vater ist so peinlich. Was soll die Scheiße denn bitte? Aber ich meine, wenn er Kevin nicht hier haben will, dann sieht er mich halt auch nicht mehr, ja? Ich lass mir doch nichts gefallen. Ich bin doch kein Baby mehr. Es ist bereits kurz vor Mitternacht und Larissa ist immer noch nicht wieder zu Hause. Marc macht sich größte Sorgen um seine Tochter.
bist du noch wach? Komm ins Bett, die kommt schon nach Hause. Ich kann das sowieso nicht schlafen. Ich rufe jetzt die Polizei an. Und dann soll die dahin? Die weiß doch, die kann doch rausfinden, wo der Kerl wohnt. Mensch, Larissa ist bestimmt bei dem. Dann soll die dahin und soll sie nach Hause bringen. Und dann? Meinst du, damit löst du das Problem? Mensch, wenn du so weitermachst, jetzt hör auf. Wenn du so weitermachst, dann treibst du sie immer weiter in seine Arme. Ich bin richtig sauer auf den. Wie kommst du jetzt auf einen Waffenstillstand? Ja, wie stellst du dir das sonst vor? Irgendwie... Die machen uns doch alles kaputt. Ich will doch einfach hier bleiben. Ich will nicht mehr nach Hause. Ich weiß, ich kann dich auch verstehen. Ich hätte dich auch gerne hier, aber Abby, du kannst nicht auf Dauer hier bleiben. Das geht nicht, du weißt, ich muss in 2 Wochen muss ich hier raus sein. Und ich muss eine neue Bleibe suchen und ich möchte gerne mit dir zusammen wohnen. Und ja, guck mal, ich gucke schon die ganze Zeit im Internet online mir Wohnungen an. In Annoncen blätter ich rum. Ey, da war ein Typ, ne? Der wollte 3.000 Euro für so einen Luxusboden da irgendwie an eine Kaution oder so wollte der haben. Ja, das sind Summen, die haben wir nicht. Ganz ehrlich. Ey, und das wird noch dauern irgendwie, dass wir letztendlich irgendwie zusammen wohnen können. Im Grunde ist er doch ein netter junger Mann. Ach. Er war charmant und hat sich wirklich Mühe gegeben. Ey, du machst wohl Witze. Das ist ein Animateur, der mit Minderjährigen rummacht. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich will, dass unsere Tochter mit so jemandem rummacht. Überhaupt hat die überhaupt noch gar keinen Freund zu haben. Die ist viel zu jung. Boah, Marc, jetzt ist echt mal gut. Deine Verbote bringen überhaupt gar nichts. Das ist überhaupt gar kein Wunder, dass sich Larissa uns nicht anvertraut. Mensch, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Und weißt du, im Grunde sind wir schreckliche Eltern. Was? Warum das denn? Wir sind nie zu Hause. Wir machen uns den ganzen Tag krumm wegen der Kletterhallen, den ständigen Neueröffnungen. Wir machen Larissa nur Vorschriften in ihrem Leben. Und eigentlich merken wir überhaupt gar nicht, dass sie sich weiterentwickelt und auch langsam eine junge Frau wird. Ach komm, hör mir auf. Das will ich überhaupt nicht wissen. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich dran denke, dass der Typ mein Mädchen anpackt. Ey, da flipp ich aus. Nee, wir müssen was machen, ey. Mann, ey, ich mach mir auch Sorgen. Ich habe ja mittlerweile so viele Nachrichten geschrieben. Sie antwortet einfach nicht. Ich will einfach nur, dass unserem Mädchen gut geht, verstehst du? Ja, das will ich doch auch. Ja, aber dann will ich erstmal hier bleiben, so lange. Ich will nicht mehr zurück zu denen. Hey, ich mach dir einen Vorschlag. Guck mal, jetzt hör mir mal zu. Wir machen das so, ne? Du gehst zurück nach deinen Eltern und guck mal, du musst ja halt so überlegen. Spiel irgendwie wieder die brave Tochter und, weil wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Ja, du hast recht. So stecken deine Eltern dir wieder Geld in den Arsch und wir kommen unserem Ziel näher. Irgendwas kann jeder. Was hier Kevin ganz besonders gut beherrscht, ist natürlich, seine Freundin zu manipulieren, damit sie weiterhin Geld ranschafft. Was tut er eigentlich für die Beziehung? Das wäre der spannende Punkt, den sich Larissa mal angucken sollte. Wie verdient denn Kevin sein Geld und wie wichtig ist es ihm, mit ihr zusammenzuziehen? Ist wohl das Beste, aber okay. Ich will auf jeden Fall heute noch hier bleiben. Ich gehe morgen. Am nächsten Morgen. Larissas Eltern ahnen nicht, dass sie einen hinterhältigen Plan hat. Larissa will nur an Geld für Kevin kommen. Mensch, da bist du ja. Gott, bin ich froh, dass du wieder da bist. Ich hab mir solche Sorgen gemacht, Mensch. Ja. Komm mal mit rein. Tina! Ja? Larissa ist wieder da. Oh. Larissa. Mensch, warum hast du dich denn nicht mal gemeldet? Ich hab dir zig SMS geschrieben. Sorry, tut mir leid. Wir haben uns Sorgen gemacht, Mensch. Du darfst nicht noch mal so abhauen, bitte. Ich weiß, ich hab ein bisschen überreagiert. Im Nachhinein ist mir das klar. Aber überleg mal, die Situation ist echt ein bisschen ungewohnt für mich. Ja? Ich meine, du bist meine Prinzessin. Und dann stehst du da in der Küche mit diesem Typen, der viel zu alt ist für dich. Und Mensch, der nutzt dich doch nur aus. Und Mensch, Marc, da macht man sich Sorgen. Gut sein. Ja. Wir haben doch drüber gesprochen. Ist okay. Wir können ihn überhaupt gar nicht einschätzen. Und wir wissen auch nicht, wie ernst den beiden das ist. Wo die Liebe halt hinfällt. Also ja, mir ist es auf jeden Fall sehr ernst. Und ich hab ihn echt gern. Und du bist mir auch wichtig, Papa. Deswegen will ich einfach, dass du ihn versuchst zu akzeptieren und versuchst, mich zu verstehen. Und dass ihr beide euch einfach kennenlernt. Ja.
Sensationell. Marc macht hier ganz viel richtig. Der rudert zurück, der entschuldigt sich, er fragt nach und er hört zu. Und er springt über seinen Schatten. Bombe. Weiter so. Wir wollen ihm noch mal eine Chance geben, dem Kevin. Und das kannst du ihm ja gerne ausrichten. Und ich werde es ihm dann auch noch mal persönlich sagen. Papa und ich, wir haben wirklich kein Problem damit, wenn du dich weiter mit ihm triffst. Aber mach sowas bitte nie wieder, ehrlich. Wir machen uns Sorgen. Also sag Bescheid, wenn du wegbleibst. Und merk dir das bitte. Du bist 16, wir sind deine Eltern und natürlich machen wir uns Sorgen. Also es gibt ein paar Regeln und an die solltest du dich dann bitte auch halten. Ja, ja, mach ich. Boah, ist mir diese Einschleimerei schwer gefallen. Aber was hätte ich anders machen sollen? Ich habe immer keinen Bock auf Stress. Aber wenn ich genug Kohle habe, dann ziehe ich sowieso mit Kevin zusammen. Am nächsten Tag macht Larissas Vater eine böse Entdeckung. Was ist das denn hier bitte? Was ist denn los? Ja, das, ich hoffe, du kannst mir erklären, was hier los ist. Ja, was ist denn? Schau dir das mal an. Ich habe es zigmal durchgerechnet. Du warst doch für die Unterlagen verantwortlich, ne? Da steht dein Name. Und jetzt erklär mir bitte, warum stimmt das, was hier auf dem Zettel steht, überhaupt gar nicht mit dem überein, was in der Kasse ist? Da stimmt ja gar nichts. Da fehlen 300 Euro. Ich habe es zigmal durchgerechnet und ich kann es mir nicht erklären. Ich habe mich schon für bescheuert gehalten, aber da fehlen 300 Euro. Was ist da los, bitteschön? Das kann doch nicht sein. Das ist ein bisschen viel, oder? Julia! Ja, du, weißt du was? Na komm, Mädchen, ich hab Termine. Jetzt erzähl mir, was da los ist. Ich hab meinen Gehaltsvorschuss genommen. Du, ich brauchte ein neues Fahrrad, weil meins, das ist kaputt gegangen und dann musste ich mir halt 300 Euro nehmen. Echt jetzt? Loyalität unter Freundinnen hin oder her. Aber Julia bringt sich jetzt selber in Gefahr, indem sie für ihre Freundin Larissa lügt. Und man sieht, Larissas Verhalten, das bleibt nicht nur auf sie und Kevin beschränkt, sondern das zieht so seine Kreise. Das heißt, wenn Larissa sich falsch verhält, dann hat das immer auch Auswirkungen auf alle anderen im Familiensystem und im Freundeskreis. Ja, aber tut mir wirklich leid. Also da redet man doch miteinander. Du kannst es doch nicht einfach nehmen. Das tut mir wirklich leid. Und ich rechne hier alles durch und... Ja, das wird auf jeden Fall wirklich nicht mehr vorkommen. Und ich werde das so schnell, wie es geht, zurückzahlen. Das tut mir wirklich Das will leid. Ich schwer hoffen, dass du das zurückzahlen wirst. Mensch, Mädchen, du kannst doch nicht machen. Ja, diese Aktion von Larissa ging einfach überhaupt nicht. Ja, das mit den 300 Euro. Aber ich meine, ich konnte es ja auch nicht verpfeifen. Ich muss unbedingt mit ihr reden, dass sie mit ihrem Vater spricht und dem alles erzählt.